So, liebe Leute, ich habe die Spoiler zum One Piece Kapitel 1013 in der Tasche und es ist jetzt wirklich passiert, Leute. Es ist passiert, die Niederlage ist da, Ruffy ist besiegt, Ruffy ist K.O., Ruffy fällt von dieser fliegenden Insel Onigashima runter. Wie es dazu kommt, was noch alles passiert ist, erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Ich bin einfach nur richtig K.O. auch, Leute, nachdem ich das hier gesehen habe, dass es jetzt soweit ist, dass Ruffy jetzt nicht nochmal irgendwie über sich hinauswächst, Gear 5 anwendet oder sonstiges. Nein, dieser Kampf zwischen Ruffy und Kaido dort oben auf dem Schädel ist wohl, wie es scheint, jetzt fürs Erste erstmal Geschichte und wird demnächst woanders fortgesetzt. Mehr dazu nach dem Intro. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Ich habe die Spoiler natürlich wieder verlinkt in der Videobeschreibung. Der Titel des Kapitels trägt Anarchie in the Big Mom. Also in Big Mom, die Anarchie. Ich verstehe den Titel nicht ganz genau, aber es ist in erster Linie ein Big Mom-Kapitel, das muss man sagen. Auch wenn es die Info mit Kaido und Ruffy am Ende gibt, die wird natürlich Oda-like am Ende als Cliffhanger für uns nochmal vor die Füße geworfen und wir werden dann im Regen stehen gelassen. Vorher passiert sehr, sehr viel mit Big Mom und auch mit Namis Power-Up, was sie jetzt wahrscheinlich kriegen wird, und zwar Zeus. Aber erstmal sehen wir, wie Ulti sich regeneriert von dem Angriff von Nami. War auch zu erwarten, denn sie ist eine Soa-Nutzerin. Wahrscheinlich eine erwachte Soa-Nutzerin. Natürlich ist sie regenerativ richtig, richtig krass. Hält unfassbar viel aus. Daraufhin benutzt Nami dann noch das Tornado-Tempo gegen Ulti, woraufhin Ulti aber ausweicht und sich darauf vorbereitet, Nami danach zu besiegen, zu vernichten. So steht's hier. Wie sich jetzt Ulti vorbereitet, irgendwie ein Angriff, Charge oder sonstiges, das steht hier noch nicht genau. Aber danach steht hier, dass Big Mom eine kombinierte Attacke von Napoleon und Prometheus benutzt. Und nicht nur das, nicht nur die beiden, sondern auch ihr neuer Begleiter, die neue Begleiterin Hera. Also eine Dreifach-Attacke von ihren Begleitern. Fast alle Begleiter, die sie hat, außer Zeus halt, vereint zu einem Angriff und daraufhin ist Ulti Geschichte. Ulti ist K.O. So steht's hier. Soan hin oder her, Regenerationskräfte hin oder her. Wenn dich ein Kaiser angreift mit so einer verheerenden Attacke, dann bist du K.O. So, und jetzt steht's hier auch, warum dieser neue Begleiter von Big Mom, diese Hera, kreiert wurde. Und zwar war das eine Anfrage von Prometheus. Prometheus hat einfach Big Mom gefragt, ob sie ihm nicht irgendwie eine Freundin machen kann oder sonstiges. Und wir sehen Hera hier auch. Und nicht nur wir sehen Hera in diesem Chapter. Nein, Zeus hat Big Mom auch gefunden und sieht Hera. Sozusagen der Ersatz, der Zeus-Ersatz. Zeus sieht sozusagen Hera und es bricht ihm das Herz, dass er ersetzt wurde. Und Big Mom sagt hier auch, dass sie Zeus einfach nicht mehr braucht. Nicht nur das, sie sagt sogar zu Hera, los, ess ihn auf. So wird auch die Kraft von Hera höchstwahrscheinlich noch ein bisschen stärker. Die Begleiter von Big Mom sind auch wirklich nicht zu unterschätzen. Woraufhin Zeus natürlich um sein Leben fleht. Aber es ist komplett egal. Big Mom hat Zeus komplett schon vergessen. Ihre kleine Wolke. Sie hat jetzt schon den Ersatz, weil Zeus war nun mal ein bisschen untreu, war ja bei Nami und so. Und hat jetzt auch gerade in diesem Arc, in dem Kampf, oft nicht viel ausrichten können, weil Zeus war auch gefangen nochmal in dieser Kiste, die Kid kreiert hat. Und Zeus versucht denn hier auch, sich bei Nami natürlich wieder einzuschleimen. Und er tut mir auch ein bisschen leid, weil er ist ja wirklich eigentlich, er hat ja keine bösen Hintergedanken, Zeus oder so. Er ist ja wirklich einfach nur ein ganz lieber Kerl, der gar nichts Böses will. Big Mom greift daraufhin Nami und Lysop auch an. Ich habe gedacht, okay, wird Big Mom jetzt die ganze Zeit von Otama oder so benutzt und greift gar nicht mehr die Strohhüte an, aber doch, sie greift natürlich Nami und Lysop an. Aber dann passiert's. Kid. Kid stellt sich dazwischen, Kid ist am Start. Und Kid kriegt wahrscheinlich jetzt seinen Moment, hoffe ich mal. Er ist da nämlich in seinem Punk Gibson. Das ist ja dieser komische Riesenroboter, den er aus Metall sich machen kann. Und den benutzt er gegen Big Mom. Also er greift sie höchstwahrscheinlich an. So, zu Otama steht hier nichts. Jetzt kommt nämlich erstmal der Schwenker zu Kaido und Ruffy. Aber zu Otama stand hier jetzt nichts. Es sah letztes Chapter so aus, dass Ulti mit ihren Krallen irgendwie Otama das Gesicht zerkratzt hat. Oder es war nur eine Backpfeife. Es war nicht so gut zu erkennen. Es ist auf jeden Fall krass gewesen. Ich weiß jetzt nicht, was mit Otama ist. Außerdem mit Jinbei, Franky, Brook, Robin, Sanji, Zoro spielen hier auch, wie es scheint, erstmal keine Rolle. Vielleicht sind sie kurz irgendwo zu sehen, aber es ist echt schwer für Oda, auch diese ganzen Charaktere immer in jedem Chapter natürlich unterzubringen. Deswegen zieht sich auch der Arc ein bisschen. Man will natürlich immer oben sehen, was abgeht. Und das sehen wir auch. Kaido haut nämlich einen Satz raus. Er sagt, es war offensichtlich. Er sagt selbst, er ist ein bisschen über sich hinausgekommen. Er war ein bisschen zu euphorisch, dass er endlich mal jemanden hat gegenüber sozusagen, der ihn was ausrichten kann. Und dann sagt er auch noch, dass er einen Fehler gemacht hat. Er hätte Ruffy die Kehle durchschlitzen sollen. Das sagt Kaido hier. Er hätte ihm einfach den Hals abschneiden sollen und damit den Sieg sozusagen für sich beanspruchen können. Hat er nicht getan. Und ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt er das meinte, denn danach sehen wir, nach diesem Satz, den er gesagt hat, sehen wir, Ruffy fällt K.O. Komplett K.O. Weiße Augen, fällt von Onigashima. Hier steht into the sea. Also er fällt ins Wasser und das würde natürlich erstmal der Tod bedeuten für Ruffy. Er muss gerettet werden. Ich frage mich nur, wie das Ganze jetzt da weitergeht, Leute. Es ist doch unglaublich, oder nicht? Es ist doch unglaublich, dass es jetzt doch nochmal zu einer Niederlage
Niederlage kommt. Ich frage mich nur, ob es jetzt eine größere Niederlage ist für mehrere Chapter. Ist Ruffy erstmal ausgenockt, muss geheilt werden, wird jetzt vielleicht aufgefangen von Marco, der kann ja fliegen, oder halt von irgendjemand anderes, der noch im Wasser ist und ihm auffangen kann. Da frage ich mich echt, wie soll das jetzt weitergehen? Würde Ruffy jetzt aufgefangen werden von Marco und er heilt ihn direkt irgendwie mit dieser Flamme und er setzt ihn wieder oben ab, dann könnte es theoretisch wieder weitergehen. Wir kennen Ruffy, der wird sich schnell regenerieren, er wird sofort wieder auf den Beinen sein, will sofort wieder weiterkämpfen. Aber sind wir mal ehrlich, wir wissen nicht genau, was da oben jetzt passiert ist, wie doll Ruffy da jetzt noch eine Klatsche bekommen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo die Haki-Batterie von Ruffy K.O. ist. Die kann nicht mehr, die ist leer, die muss aufgeladen werden. Allgemein, sein ganzer Körper ist am Arsch. Ihm wären locker auch schon hunderte Knochen gebrochen, aber er ist nun mal aus Gummi. Das ist sein großer Vorteil, aber es ist auf jeden Fall schon mal vielversprechend, Leute. Es ist vielversprechend und ich finde es sehr, sehr gut, dass es jetzt nochmal dazu kommt, weil sonst, überlegt mal, wenn Ruffy jetzt wirklich in diesem Kampf dort oben über sich hinausgewachsen wäre und wir jetzt schon in übernächsten Chapter irgendwie Gear 5 gesehen hätten oder irgendwie, dass Ruffy noch weiter Kaido verletzt und er ihn dann letztendlich irgendwann da besiegt noch, es wäre schon ein bisschen unbefriedigend. Diese kleine Niederlage musste jetzt nochmal sein. Die Frage ist nur, wie lange hält diese jetzt an? Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt auch noch von anderen Strohhüten mehr oder weniger eine Niederlage sehen. Chopper zum Beispiel müsste jetzt auch aus seiner komischen Riesenform raus sein. Ich kann mir zwar auch nicht vorstellen, dass jetzt alle Strohhüte da irgendwie verlieren, also dass Robin jetzt da verliert gegen Black Maria oder so mit Brook und Jinbei oder so und dennoch Inuarashi gegen Jack, oder es wäre alles ein bisschen unbefriedigend, wenn jetzt alle gegen ihre Gegner verlieren würden. Ich kann mir zwar auch vorstellen, dass jetzt Momo und Yamato vielleicht irgendwie Ruffy retten, auch wenn die, glaube ich, ja gar nicht mehr jetzt gerade zusammen sind, aber Momo ist halt der Einzige, der so ein bisschen auch, obwohl er nicht oben ist, haben wir letztes Chapter erkannt, er kann oben diese Stimmen hören, wer oben da kämpft, und er hat letztes Chapter gesagt, da ist ein 1 gegen 1, da meinte Yamato, sie muss so schnell es geht nach oben. So, und jetzt könnte er theoretisch noch sagen, okay, da ist nur noch eine Stimme und Ruffy ist Stimme ist irgendwie erloschen oder so, und so könnten sie ihn retten, er kann ja auch fliegen, Momo, also ich kann mir vorstellen, dass Momo vielleicht Ruffy jetzt rettet, das wäre natürlich ein richtiger guter Move, was aber auch ziemlich gefährlich ist, denn Momo sollte eigentlich nicht da draußen rumfliegen jetzt, weil wenn niemand das mitkriegt und Ruffy jetzt ins Wasser fällt und da kurz vorm Ertrinken ist, geht's natürlich auch nicht. Sonst fliegende Leute, die Ruffy noch retten können. Wir haben halt noch Zeus, aber auf ihn kann Ruffy auch nicht fliegen. Ansonsten haben wir Sanji mit dem Skywalk, aber der müsste das jetzt irgendwie sehen bei der Live-Bühne, dass Ruffy da runterfliegt. Und der hat ja auch gerade noch das riesenbandagierte Kreuz Zorro auf dem Rücken. Deswegen eigentlich gibt es für mich in meinem Kopf nur Marco, der Ruffy da irgendwie jetzt retten kann. So, wie es realistisch wäre natürlich. Und ansonsten frage ich mich, wie das Ganze jetzt da natürlich weitergeht. Wenn Kaido jetzt ganz alleine oben ist, wird wahrscheinlich der nächste Move sein, Onigashima abzusetzen, was ich im nächsten Chapter schon kommen sehe, dass Onigashima in die Blumenhauptstadt abgesetzt wird, beziehungsweise nicht ganz in die Blumenhauptstadt. Aber es werden auf jeden Fall Leute sterben. Unschuldige Bewohner von Wano werden sterben, wenn diese Rieseninsel, diese ganze Landmasse runtergelassen wird. Und das sehe ich wirklich nächstes Chapter schon kommen. Keiner wird ja Ruffy jetzt so schnell wieder aufhalten, dass er direkt wieder nach oben kann. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Deswegen, jetzt ist die Niederlage da. Jetzt muss es ein bisschen wieder so sein, dass sie sich irgendwie zusammenraffen, einen Plan vielleicht neu aufbauen. Ruffy wird natürlich, sobald er wieder bei Bewusstsein ist, sofort wieder auf dem Weg nach oben sich machen. Trotzdem sollte es erst ein bisschen klüger angegangen werden. Erstmal müssen die geheilt werden. Ruffy und Zorro, die brauchen eine Heilung. Und dann kann Law die wieder hochschämbeln und dann geht's wieder weiter in die nächste Runde. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin ziemlich hyped auf das Chapter. Ich will sehen, wie es aussieht und wie viel wir sehen von Kaido gegen Ruffy. Denn dieses Chapter zeigt nur ganz am Ende, steht hier, we move on to Kaido vs. Ruffy. Da frage ich mich, was sehen wir zwischen den beiden? Sehen wir noch einen kleinen Kampf? Ruffy hat ja jetzt hier gar nichts gesagt, wie es scheint in dem Chapter, obwohl er besiegt ist, runterfällt. Ist das vielleicht nur ein kurzer Cut und wir sehen Ruffy nur, wie er runterfällt und den Satz von Kaido. Das steht auch noch in den Sternen. Ansonsten war's das erstmal mit den Spoilern. Sind natürlich verlinkt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.